Oh, willkommen zurück. Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben aktuell in der Schmiede einen Golf 4 Cabrio. Also schon ein bisschen so leichter Oldtimer-Style, kann man sagen. Und auch so ein bisschen leicht verbraucht. Das ist also so ein ähnliches Projekt wie bei dem Golf 2, wo ich im Prinzip die Haube poliert habe und dann gemerkt habe, oh, da könnte sich ein Video zu dem Fahrzeug lohnen. Das ist genauso hier gelaufen und ich würde sagen, gebt's euch, sieht, oder sieht man es überhaupt? Hier haben wir hier mit dem Unterschied. Und ich glaube, doch, ja, in der Kamera sieht man die Vermattung und die gucken wir uns jetzt mal an. Jo, also hier haben wir jetzt quasi einmal poliert. Hier bin ich gefahren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, diese hier. Die One Polish and Protect. Hab gedacht, so eine One-Step reicht, weil es ist eigentlich auch nur eine One-Step gebucht. Muss man so sagen, wie es ist. Ja, das ist jetzt der Ist-Stand. Bin jetzt quasi einmal gefahren. Rotativ, ihr seht es, es sind, man sieht es sehr deutlich, es sind Hologramme im Lack. Es liegt daran, dass die Politur hier extrem angefangen hat, auf dem Lack zu kleben. Und die Politur ließ sich einfach nicht sauber ausfahren. Genau. Ja, aber ich nochmal bei dem Schmodder, der hier scheinbar drauf ist. Also der ist gewaschen, der ist geknetet. Hier ist irgendwas, hat sich mal irgendwann eingebrannt oder so. Er ist extrem grau. Und ja, denke doch das. Sieht man. Wie gesagt, für einen One-Step jetzt okay. Müssen wir aber noch so ein bisschen die Kombination finden. Da ist also wirklich viel eingebrannt. Hier sieht man auch so Vertiefungen im Lack. Also ich sehe sie, ihr seht es wahrscheinlich jetzt nicht. Genau, also wie gesagt, One-Step, hier ist es auch egal, also es sollte irgendwas drauf sein, was ein bisschen glänzt, ein bisschen perlt, also im Prinzip kann man fast jedes Wachs hier drauf machen, einmal polieren. Ich denke, wir kommen auch mit einer One-Step nach wie vor sehr gut durch, würde euch aber trotzdem hier einmal mitnehmen, weil ich denke, ein paar schöne 50-50 Aufnahmen kriegen wir zusammen. Dann eben, wie gesagt, Kunststoffpflege, Verdeck sauber machen, wobei Verdeck habe ich schon sauber gemacht. Das ist, war vorher war das auch nicht schwarz, das war eher so eine Art Grauton. Dann wie gesagt hier diese Hochglanzleisten, die gab es damals auch schon, wieder auf Vordermann bringen. Die Felgen haben wir schon sauber, die Reifenflanken, Gradauskästen, das ist eigentlich schon so gut wie erledigt. Und innen, also innen, Leder, ihr seht es selber, sieht sehr schmuddelig aus. Hier ist auch schon mal, ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Sieht aus wie eingebrannt auf jeden Fall. Also hier wird man nicht mehr viel machen können. Ja, hier steht einmal Innenreinigung auf dem Plan. Denke, man sieht das in der Kamera ganz gut. Dann Lederreinigung, Lederpflege auf jeden Fall. Also hat das Leder nötig. Genau, ja, hier müssen wir kein Leder reinigen, ausnahmsweise das Holzgriff. Aber ansonsten, innen steht noch auf dem Plan. Und eben, wie gesagt, außen einmal schick. Ja, ich werde jetzt noch so ein bisschen die Kombination experimentieren. Wir gucken, in welche Richtung es geht, welche Politur wir nehmen, welche Politur hier gut funktioniert. Kann auch sein, dass wir zum Beispiel mit dem Optimizer oder mit dem Prepare arbeiten müssen. Dann wäre allerdings der Vorteil von der One-Step-Politur wieder hinüber. Genau. Allerdings, wir gucken jetzt einfach mal, ich werde euch da jetzt einfach mal mitnehmen. Wir gucken uns an, wie die ideale Kombination ist, welche Politur schlussendlich es wird. Dann nehmen wir den hoch, wir machen die Seiten und so ganz gemütlich. Also wird cool und wünsche euch mit diesem Video viel Spaß. Los geht's! Wir haben die Kombination gefunden, das hat eigentlich auch tatsächlich gar nicht lange gedauert. Ich habe mich jetzt hier für die Rabbit One Step Plus entschieden, auf der Duetto, also Excenter. Hat auch hier, denke man sieht das gut, ein sehr schönes Ergebnis gezaubert im Vergleich zu hier. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Wie ihr seht, ich habe das Auto auch schon aufgebockt, sprich ist auf der Hebebühne drauf. Habe mich jetzt also entschieden, heute Abend jetzt erstmal den Innenraum zu machen. Sprich, wir werden jetzt innen aussaugen, Lederpflege, Kunststoffe reinigen
und. Ihr habt ja gesehen, das sah innen so ein bisschen wüst aus. Da werde ich mir jetzt die GoPro auf den Kopf schnallen und dann geht's los. Bei der Gelegenheit werden wir von Polytop, oder ich werde von Polytop, den Softstar benutzen und das Infinitarex Final. Und mal gucken, wie sich die Sachen so schlagen. Das Softstar muss wohl einen sehr, sehr angenehmen Geruch haben, also wirklich sehr frisch und alles. Denke, das wird eine coole Nummer. Leder, wisst ihr, was ich nehme? Das ist mal Klassiker LMX. Ja, soviel dazu. Wir schmeißen uns jetzt kurz noch an den Innenraum, bevor wir diesen desolaten Lack bearbeiten. Los geht's. We'll be right back.
So, willkommen zurück. Neuer Tag, neues Glück. Wir schmeißen uns jetzt außen an das Fahrzeug ran. Ich habe mir den schon mal hier so ein bisschen abgeklebt. Also die ganzen Kunststoffelemente verdeckt. Machen wir später, weil wir jetzt erstmal die Seiten hier bearbeiten. Ich habe mir den Lack jetzt nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass wir hier nicht herumkommen, wahrscheinlich zumindest mal an den Seiten, einen Two-Step zu fahren. Kostet ja jetzt auch nicht viel mehr Zeit oder viel mehr Material, weil die Seiten sehen schon echt zerdengelt aus. Gucken wir uns die aber gerade mal an. Also gerade hier oben um die Türgriffe herum, denke ich, sieht man ganz gut. Auch hier unten haben wir tiefere Kratzer in dem Bereich. Moment, so, in dem Bereich, genauso wie eben hier unten. Also man sieht, Lack ist extrem grau, extrem stumpf und wir haben halt hier überall noch die Kratzer. Jetzt ist es natürlich so, auch hier haben wir irgendwas eingebrannt. Ich gehe davon aus, dass es eingebrannte Chemie ist. Genauso wie eben, ja, hier sieht man das hervorragend. Hier haben wir auch noch so einen tieferen Eumel. Jo, genau, also jetzt gehe ich mal davon aus, da wird eine One-Step nicht reichen. Da werden wir jetzt einfach mal eine Two-Step. Hier hinten, keine Ahnung, was hier passiert ist. Auch eben hier sieht schon sehr desolat aus. Eben auch hier überall. Ja, fahren wir eine Two-Step, habe ich mich jetzt für die Kombination entschieden, Mikrofaser-Cutting-Pad und Duetto. So, Mikrofaser-Pad am Start. Politur checke ich jetzt mal aus, wird eine Heavy-Cut werden. Ich gehe jetzt mal von aus, ich nehme die X-Cut 0505, habe ich jetzt einfach jetzt gerade beschlossen und Bock drauf. Sollte reichen. Hoffe ich. Werden wir jetzt aber gleich sehen. Wir machen mal ein schönes 50-50. Dann fahren wir einfach noch fix den zweiten Gang. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, dafür sieht der hier am Ende des Tages umso schicker aus. Und ich habe auch richtig Bock zu gucken, was hier noch so geht. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Wir polieren den durch und dann geht's weiter. I'll be treated like a tool. So don't be acting like a fool. Look at you sobbing like a moon. Tryna get everybody's cool. Go ahead and drop into the pool. It might just be the time for you to do better for yourself. 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 Gut, wir haben jetzt einfach mal 50-50, habe ich jetzt einfach mal beschlossen, hier auf der Tür zu machen.
Ich denke, man sieht das schon so ganz gut. Unterschied wie Tag und Nacht mit zwei Steps. Wie gesagt, X-Cut 0505 von Sonax. Und dann bin ich nochmal mit der Rapid One Step Plus von Polytop hinterher. Also wirklich, das ist so eine richtig geile One Step Politur. Also meiner Meinung nach wirklich gut. Wir gucken uns das Ergebnis jetzt aber mal an. Ihr seht, ich habe das Klebeband selber auch noch nicht runtergezogen. Ich denke, wird jetzt ziemlich geil. So, würde ich sagen, machen wir das mal ab. Und es sieht schon so in dem Licht hier übel aus. Aber da freut man sich auf alles, was noch kommt, würde ich sagen. So, machen wir die Lampe an. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Doch, so sieht es schick aus. Also hier sind wir im Zwei-Step-Bereich auf jeden Fall wirklich, wirklich gut dabei, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, also das ist ein Riesenunterschied, gerade mal, wenn ich mir die ganze Verkratzung hier so gebe. Ne? Also es ist schon übel, es ist auch schon sehr grau. Und auch hier unten, warte, Moment, so, hier unten sieht es doch so auch ja, wirklich gut aus. Ne? Also hier haben wir jetzt noch so einen drinnen, den spüre ich aber auch hier mit dem Fingernagel schon, der ist schon sehr tief. Hier haben wir, und das sieht man glaube ich auch in der Kamera ganz gut, wir haben hier eine Beule, da ist auch schon mal irgendwas repariert worden, da ist auch ein bisschen Lack schon drauf. Da ist natürlich schwierig jetzt noch was zu machen, aber ich denke, wenn der fertig ist, für das Alter des Fahrzeuges wird das ziemlich, ziemlich geil. Wir werden an den Stellen hier oben, das werden wir mit der Alprit behandeln, mit Mikrofaser Cutting Pad, so einem kleinen, einmal quasi hier so ringsrum. Kann sein, dass wir die Kratzer partiell noch ein bisschen bearbeiten müssen, ansonsten wird das gut. Die Fläche hier oben, in dieser Mulde, werden wir mit einer 75er Maschine bearbeiten, nach hinten raus. Genau, also das ist jetzt so der Plan. Ich denke, die Kombination, wenn ich mir das so angucke, können wir erstmal so lassen. Ich würde sagen, wir cutten durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Tell him that I ain't so crazy.
like it's Columbine. Yeah. Ooh, running up the dollar signs. Yeah. Ain't no hiding from them hollow kinds. Yeah. Bring up like the Taliban. Ooh. That's my paper, don't you bottom mine. Yeah. Heavy paddock on me, break my wrist off. Yeah. Yeah. Lift off. I got big dog status, now I'm a big dog. Yeah. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Ride around the city with a stick. Meine Lieben. Ja, Video ist jetzt so gut wie vorbei. Ich wollte eigentlich noch ein paar Finish-Aufnahmen oder mehr Finish-Aufnahmen drehen. Wir hatten da noch einen Wachs drauf gemacht von Infinity Wax, das Supergloss Plus. Fand ich jetzt ganz cool. Sah super aus. Besitzer kam jetzt allerdings 2 Stunden früher das Fahrzeug abholen. Und dementsprechend konnte ich leider nicht mehr drehen und zeigen, wie ich wollte. Ärgere mich ein bisschen selber. Steckt man manchmal aber wirklich nicht drin. Der Polytop Softstar, also dieses Ding hier, hat mich, muss ich sagen, fand ich super angenehm. Werde ich einen Shop aufnehmen, also wenn er schon drin ist, wird er unten in der Videobeschreibung stehen. Ansonsten wird er den nächsten Teil kommen, also guckt vielleicht mal unten in die Videobeschreibung. Hat mir von der Leistung her gefallen, ist nicht so eine super Alkalitätsbombe, also so ein richtig schönes Mittelding. War ganz cool, Innenraum ging super sauber, gerade für das Alter, der war ja mega siffig. So, wir haben zwar schöne andere Projekte noch, zu denen wird es wahrscheinlich ein Video geben. Der steht wahrscheinlich den gesamten November bei mir. Mercedes AMG SL irgendwas. Ich denke, die Experten von euch werden das Modell erkennen. Ich bin da nicht so fit drin, was Mercedes angeht. Schöner 7er BMW. Der kriegt so dieses Basic-Paket einfach vom Winter nochmal fresh machen. Der hat sich das Auto jetzt erst gekauft. Ja, dann kommt die Woche noch ein BMW M4 und ein SQ8 und dann ist die Woche sowieso gelaufen. Ja, wenn alles gut läuft, stelle ich euch meinen neuen Mitarbeiter vor, der irgendwann die Woche anfängt. Auf Aushilfsbasis, nicht Vollzeit, aber Aushilfsbasis. Genau. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich schmeiße mich jetzt noch an die Projekte hier ran, sprich BMW, und sehen uns zu den nächsten Videos. In dem Sinne, lasst ein Abo da. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Fragen, Anregungen unten in die Kommentare. Ich kann nicht immer versprechen, dass ich Zeit habe, das zu kommentieren. Ich versuche natürlich bei allen, aber ihr wisst selber, wie es ist. So eine One-Man-Show und alles, das ist manchmal ein bisschen, jo. Genau, ab hier sind, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.